Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Empyrean Galactic Survival. Erstmal, ich habe keine Ahnung, wieso jetzt die Rettungskapsel hier drin ist und nicht mehr auf dem Dach, aber das ist jetzt auch erstmal wurscht. Und zwar Leute, ich habe eine Frage an euch. Ich hoffe, die kann mir irgendjemand von euch beantworten. Und zwar, wie komme ich zum Geier an Neodym oder wie dieses Gedöns da heißt, um den verbesserten Constructor zu bauen hier, oder? Wie komme ich denn daran? Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn der jetzt hier hin? Hier da. Da brauche ich Fluxspule und für die Fluxspule brauche ich rum wieder. Wo sind die jetzt hin? Da. Brauche ich Neodymbarren und Satiumbarren. Wo zum Geier kriege ich denn die her? Ich habe keinen Plan. Auf diesem Planet gibt es die auf jeden Fall schon mal nicht. Dann auf einem anderen Planeten hier, wenn man da gucken würde. Da kriege ich zum Beispiel schon mal Satium. Das ist ja schon mal in Ordnung. Das kriege ich hin. So. Dann haben wir hier nichts vorhanden, nichts vorhanden. Eisen, Kobalt, Satium, da kriegen wir alles das. Aber dieses Neodym, ich habe keinen Plan, wo wir das herkriegen. Das ist doch nicht normal. Auf jeden Fall können wir eben viele, viele Sachen nicht jetzt herstellen, da wir eben das Zeug nicht haben. Zum Beispiel die Flugspule. Ich könnte es halt mit dem Cheat, könnte ich mir ein paar Neodym-Barren jetzt herstellen. Das wäre gar kein Problem. Aber das ist ja irgendwie auch nicht jetzt der Sinn, der es machen wollte. Naja. Auf jeden Fall, das nächste Projekt, was ich jetzt vorhatte, war, entweder bauen wir ein großes Raumschiff oder wir bauen ein neues kleines Raumschiff, da wir brauchen jetzt den Warp-Antrieb und das ganze Gedöns. Da müssen wir jetzt halt mal gucken, was wir zuerst bauen. Ich würde jetzt sagen, wir bauen uns direkt ein großes Raumschiff, wenn wir eh schon dabei sind. Was ist denn hier schon wieder los? So. Genau, und für das große Raumschiff brauchen wir halt verdammt viele Rohstoffe. Und wir müssen das natürlich im All bauen. Das ist dann auch so ein Ding. So, warte mal, wo ist denn das jetzt hier? Großes Raumschiff, da brauche ich auch die Flugspule. Das gibt's doch gar nicht zum Geier. Ich glaube, ich cheat mir das wirklich. Ich habe keine Ahnung, wie ich das sonst kriegen soll. Naja, auf jeden Fall in dieser Folge lasse ich das jetzt erstmal nochmal sein. Ich lasse es euch mal entscheiden, wie wir da rankommen. Auf jeden Fall, ich kann ja in der Zwischenzeit schon mal die Stahlblöcke L. Gehärtete Stahlblöcke wären natürlich ein bisschen geiler. Was brauche ich denn dafür? Stahlplatten brauchen wir dafür. Und für Stahlplatten, wie kriegen wir die nochmal? Braucht man nur Eisen, gell? Nur Eisenbarren, okay. So, auf jeden Fall, Leute. Dann müssen wir jetzt erstmal wieder ein, zwei Folgen erstmal meinen gehen. Damit wir die Rohstoffe rankarren. Warum macht der hier nichts? Huri, wie sieht's aus? Da braucht er wieder Gemüse für. Ah, ich habe das Falsche gerade gemacht, ja moin. Ja, da werden wir jetzt ein bisschen Eisen holen. Auf jeden Fall, hier haben wir noch eine kleine. Die ganzen Fabriken, die ganzen Minen werden wir jetzt nach und nach abräumen. Wir werden ein Großraumschiff bauen, gehen auf ein paar Planeten, räumen dann auch ein bisschen auf. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch, weil so viel gibt es in Empyrean leider noch nicht zu sehen. Es ist ja noch Early Access alles, es kommt alles noch mit der Zeit. Jetzt bald kommt wieder ein Update raus. Danny hat im Moment ein bisschen viel zu tun halt noch mit Freundinnen, Arbeit und so weiter. Deshalb ist er jetzt nicht dabei. Und sobald er wieder dabei ist, würde ich halt noch mit euch ein bisschen gerne hier ein bisschen raiden gehen. Hier die Alien-Artefakte und so. Weil Danny schießt gern. Ich eher weniger, deshalb trifft es sich eigentlich ganz gut. So, jetzt gucke ich mal, wieso baut er hier schon wieder nichts. Gehärtete Stahlplatte. Ach, gehärtete braucht er auch noch. Brauche ich Satiumerz? Okay, das kann ich dann also auch schon wieder vergessen. Gut. Ich hoffe, wir kommen nicht groß ins Angriff. Also, wir werden nicht groß beschossen. Das kriegen wir also noch hin. So, Bohrerladung habe ich. So. Da haben wir eine.
Minigun haben wir auch. Perfekt. Sehr schön. So, wo ist die Quelle jetzt wieder hin? Dass die immer wegspawnt, das ist ein bisschen ätzend. Da unten. Gucken, wie ihr seht, mit dem Bohrer geht das um einiges schneller. Also das war die Forschung und alles auf jeden Fall wert. Ich weiß gar nicht, ob man eine ganze Spezies komplett vernichten kann. Ich glaube nicht. Aber wenn das gehen würde, könntet ihr das mal in die Kommentare schreiben. Dann können wir das vielleicht auch in die Wege leiten. Wir zerstören mal eine ganze Rasse oder sowas. Keine Ahnung, wenn es denn geht. Und ich muss sagen, ich hätte mal wieder Bock auf Avorion. Ich habe ja letztens das Best-of jetzt hier zusammengeschnitten. Und da hatte ich irgendwie wieder voll Bock auf das Game, wo ich so die Anfangsdinger gesehen habe, wo wir gemeint haben und so. Das war schon irgendwie eine schöne Zeit. Guck mal, wir haben jetzt schon 344 Erz, ja moin. So, die nächste räumen wir auch gleich aus. Da haben wir noch Kupfer. Und direkt daneben haben wir noch Silizium, perfekt. Klick, 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 klick. Alter, der Bohrer, das ist, macht so Laune. So, wir haben jetzt auch 311. So, wenn wir eh gerade hier sind, da holen wir uns nur das Silizium hier vorne. Wir beuten den Planeten aus hier, ey, leck mir am Arsch. So, haben wir auch. 558, sehr schön. So, die nächste Quelle, wo haben wir die? Da unten haben wir noch ein Eisenvorkommen.
Sieht aus, als ob wir im Bruch gelandet sind hier, leck mich. So, Turbinen starten. So, die Eisenquelle haben wir ja fertig, die können wir löschen. So, dann da hinten. Hallo. So, Runner hier. Karre aus. Und rein in die Olga. Okay, das ist eine sehr, sehr kleine Quelle hier. Aber die haben wir auch leer. So, jetzt haben wir insgesamt Eisen, haben wir 684. Das ist nicht allzu viel. So, wollen wir noch was? Hier haben wir Talos, da gehe ich jetzt erstmal nicht hin. Dann haben wir oben noch Kupfer, Kupfer, Promethium, Promethium. Eisen haben wir hier hinten noch. Ja, wir können jetzt erstmal wieder heimgehen, schmeißen die Produktion erstmal wieder ein bisschen an. Und dann schauen wir mal, ob uns das Zeug reicht oder nicht. Auf jeden Fall müssen wir nochmal auf den Mond. Ein Kobalt und dieses ganze Gedöns nochmal holen, richtig große Mengen. Und vielleicht finden wir sogar Satium und dieses ganze Zeug. Das wäre auch die gehärteten. Mensch, wie hoch ist denn das hier schon wieder? Alter. Ja moin, ich grab mich natürlich in so einen Berg hoch. Oh. Oh ne, Spider-Man. Ja, ich schmeiße jetzt mal die Produktion an und währenddessen gehen wir mal auf den Mond und holen da das auch mal das ganze Gedöns ran. Wir könnten sogar Asteroiden abfarmen. Da bräuchten wir aber wieder so einen Laser oder irgend sowas. Oder vielleicht geht das auf dem Jetpack, ich weiß es gar nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Habe ich auch noch nie gemacht. So. Nee, hier muss es rein, genau. So, Schrott sieht gut aus. Sieht doch jetzt wieder ganz ordentlich aus hier. Ja, Kobalt haben wir noch ein bisschen. Magnesium wäre vielleicht nicht schlecht. Pentaxid bräuchten wir auch noch mal ein bisschen. Einfach, dass wir das ganze Zeug zusammen haben. So, jetzt fangen wir mal an. Also, wir fangen ja wieder erstmal an mit unserem Strom, würde ich sagen, ne? Deshalb, Generator. Wo haben wir den denn? Haben wir nur den kleinen oder was? Wir brauchen überall dieses Neodym, ne? Für die tollen Sachen.
Ja, Leute, ich lasse jetzt mal die Folge hier. Also ich mache jetzt mal Pause. Und ihr schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie wir an Neodym rankommen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich möchte eigentlich nicht cheaten, weil das ist einfach langweilig ist. Und das versaut einfach das ganze Spiel wieder. Also wir bräuchten halt wirklich überall Neodym hier für die tollen Sachen. Generator, ich möchte halt schon zwei, drei große haben. Damit das Sinn ergibt. Und natürlich halt den großen, verbesserten Constructor, weil sonst bringt uns das auch nichts. Ja. Ja, Material ist okay, ne? Aber wir bräuchten halt schon ein bisschen mehr Stuff. Also Leute, dann mache ich erstmal für heute Feierabend. War jetzt nicht eine große, spannende Folge, es war halt nur wieder Farming. Aber das gehört leider auch dazu. Und ihr schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie wir eben an Neodym kommen. Ich weiß es nämlich echt nicht, ich habe keine Ahnung. Ich werde mal im Internet auch nochmal gucken, ob ich da was finde. Wenn das irgendwie zu schwer ist oder wir wissen es nicht, wie das geht, oder wir müssen es mit per Raiden machen, also Base zerstören, dann muss ich eben bis warten, bis Danny wieder da ist. Und ja, also Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Folge, ne? Bis gleich.